Ich bin erstaunt, dass es hier keinen größeren Widerstand dagegen gibt, dass ein Regime, das offen demokratische Rechte mit Füßen tritt, Journalisten ins Gefängnis steckt. Wir hatten erst diese Woche große Protestaktionen gegen die Inhaftierung von Deniz Yücel. Nichts passiert und gleichzeitig darf ein türkischer Justizminister hier offen Werbung für die Einrichtung eines Präsidialsystems machen, was in Wirklichkeit noch ein Ausbau der Diktatur durch Erdogan bedeutet. Ich hätte hier von Frau Merkel klare Positionierung erwartet. Ich hätte auch erwartet, dass Herr Kretschmann deutliche Worte spricht und nicht nur sagt, wie soll ich denn eine solche Veranstaltung verbieten. Immerhin wird hier praktisch Werbung für eine Diktatur in Baden-Württemberg gemacht, für eine Diktatur in der Türkei, in Gaggenau. Ich glaube, das muss man nicht akzeptieren. Und das überschreitet auch die Grenzen der demokratischen Grundrechte. Ich bin der Letzte, der die Meinungsfreiheit nicht hoch einschätzt, aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass auf demokratischem Boden der Bundesrepublik Deutschland Werbung gemacht wird für ein diktatorisches System. Ich war erst kurz in der Türkei, in Istanbul vor 2 Wochen. Ich hatte eine Besuchserlaubnis gestellt für Selahattin Demirtas, der im Gefängnis sitzt, der Co-Vorsitzende der HDP. Erstmals wurde das offiziell abgelehnt vom Justizminister der Türkei, der jetzt zu uns kommt, ohne jegliche Begründung. Wir hatten dort mit den Anwälten gesprochen. Während wir gesprochen haben, wurden 100 Mitglieder der HDP verhaftet in den 2 Stunden. Dass hier demokratisch gewählte Politiker ohne Rechtsgrundlage ins Gefängnis geworfen werden, das entsetzt mich. Und ich kenne Selahattin Demirtas sehr gut, bin öfters mit ihm aufgetreten. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ertragen, dass solche Leute im Gefängnis, man kann es ja nicht anders sagen, verrotten. Man weiß nicht, wann sie jemals wieder rauskommen. Wahrscheinlich erst, wenn es wirklich einen Regimewechsel gibt. Erdogan führt hier Frau Merkel am Nasenring durch die Manege. Er stützt sich natürlich auf diesen schmutzigen Deal des Flüchtlingsabkommens. Deswegen ist Frau Merkel gehemmt, deutliche Worte zu sagen. Aber wir haben hier es mit einem NATO-Mitglied zu tun, mit einem unmittelbaren Nachbarn. Die Türkei bekommt 4,5 Milliarden EU-Hilfen und kann ungestört quasi eine Diktatur dort errichten. Das ist für mich nicht akzeptabel. Und der Auftritt des Justizministers ist für mich auch nicht akzeptabel. Wollen wir denn jetzt zuschauen, wie alle 5 Tage ein Mitglied dieses Regimes nach Deutschland kommt und hier Werbung für die Errichtung einer Diktatur macht? Es gibt schon eine rechtliche Grundlage. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, auf unserer Verfassungsgrundlage Werbung für eine Diktatur zu machen. Das wäre zumindest für Staatsbürger hierzulande nicht möglich. Das wäre ein Verstoß gegen unsere Verfassung. Und das Zweite ist, dass man zumindest mal deutliche Worte sagen muss. Man muss doch signalisieren, dass das nicht erwünscht ist. Dass es nicht erwünscht ist, dass hier im Übrigen auch ein Keil durch die türkische Gemeinde in Deutschland getrieben wird. Zum Teil auch mit recht repressiven Vorgehensweisen. Und ich verstehe auch Herr Kretschmann nicht, der ja immer Menschenrechte im Mund führt, außer wenn es um Abschiebungen geht, der immer die Demokratie betont, aber offensichtlich keine Worte findet, wenn in seinem Land, in seinem Bundesland quasi ein undemokratischer Politiker auftritt und für ein Präsidialsystem, als in Wirklichkeit aber für eine Diktatur Werbung macht. Es geht ja nicht nur um die Verfassungsänderung. Die Frage des Präsidialsystems ist sogar in einem gewissen Sinne untergeordnet, sondern jetzt schon wird ja eine Diktatur errichtet. Oder wie nennen Sie das, wenn 9.000 Leute eingesperrt werden, wenn 2.500 Mitglieder der HDP eingesperrt werden, die Vorsitzenden einer demokratisch gewählten Partei grundlos im Gefängnis harren müssen? Wie bezeichnen Sie das, wenn 150 Journalisten im Gefängnis schmoren müssen, wenn die Pressefreiheit unterdrückt wird, wenn kritische Medien nicht veröffentlichen dürfen und wenn mit großen Repressionen gegen Andersdenkende vorgegangen wird? Das hat meines Erachtens mit Demokratie nichts zu tun. Gerade die NATO redet ja immer von einer Wertegemeinschaft. Was soll das für eine Wertegemeinschaft sein, in der offensichtlich die demokratischen Werte mit Füßen getreten werden?
Ja, wir rufen auf zu Protesten, zumindest unsere Kreisverbände werden was organisieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was in der Kürze der Zeit da möglich ist. Ich weiß auch, dass morgen die Anstifter in Stuttgart zu Protestaktionen aufrufen. Wir unterstützen diese Protestaktionen. Ich war selber diese Woche bei dem Autokorso dabei gegen die Inhaftierung oder für die Freilassung von Denis Yücel. Ich glaube, dass solche Demonstrationen und solche Protestaktionen dringend notwendig sind. Sie sind deswegen notwendig, weil die Bundesregierung offensichtlich völlig versagt vor den Handlungsweisen von Erdogan.